wie ist die Lage, Voodoo? Die Piraten haben sich den Kapitän geschnappt, während wir an Land waren. Sie wollen Geld wie immer. Lass mich raten, sie kriegen keins. Diesmal nicht. Wir dürfen sie töten, falls der Captain unmittelbar in Gefahr ist. Sind drei Typen mit AKs in einem Rettungsboot keine unmittelbare Gefahr? Hey, was soll ich sagen? Da denkt wohl jemand, es gibt eine legale Lösung des Problems. Die Skinnies werden nervös, Voodoo. Sie pöbeln den Kapitän an und streiten sich. Das ist nicht gut. Roger. Nervosität bedeutet Bewegung. Bewegung bedeutet Gelegenheiten. So sind die Einsatzregeln. Wir können warten. Tick, auf mein Zeichen feuerst du eine Leuchtkugel ab. Sobald die Kerle auftauchen, erledigen wir sie. Jetzt. Stump, wir nehmen uns das Ruderhaus vor. Dingo, du sicherst die Buglucke. Stump, übernimm den Kerl links. Gehen wir der Kapitän festhält. Stump gibt das Signal. Anvisieren. Zug an. Ja. Blattschuss vom Tora. Gute Arbeit, Jungs. Schicken wir ein Team da raus. Mann, Stump, was für ein Schuss. Auf Infrarot keine Bewegung. Captain, sind Sie okay? Alles klar. Drei bestätigte Tote, Voodoo. PC gesichert. Er scheint okay zu sein. Ist ein paar Kratzer. Geht's ihm gut. Bringt ihn an Bord. Der Doc will ihn sich ansehen. Gute Arbeit. Roger, willkommen. So wirst du also knifflige Situationen. Herzlich willkommen zurück zu Hör mal, wer da ballert. Naja, eigentlich Medal of Honor Warfighter, aber egal. Gute Arbeit letzte Woche, Voodoo. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Halt dich bereit, ich habe vielleicht einen Job direkt in Mercos Ruderhaus. Roger, Dusty. Die Übertragung dauert ein bisschen. Wir haben hier ziemlich schlechtes Wetter. Ein Sturm zieht auf. Rotes Licht oder grünes Licht? Grün, Mann. Immer grün. Das hier ist PETN und das Zeug, das in Madrid benutzt wurde, kam auch bei Angriffen zum Einsatz, die noch nicht in den Nachrichten waren. Dann gibt es eine Verbindung. Uns hat Aldina seine Finger im Spiel. Mal sehen. Der Wichser hat sich in Luft aufgelöst. Aber jetzt wissen wir mehr. Laut Geheimdienst wird das PETN durch Stammesgebiete zu Kurieren in Afghanistan transportiert. Der Auftraggeber ist als der Kleriker bekannt. Klingt ja ziemlich vage und verdächtig. Dann verfolgen wir die Spur also zurück. Richtig. Denkt dran, ihr seid in Pakistan. Geht also nicht zu weit. Wie weit dürfen wir denn gehen? So weit wie nötig, aber keinen Schritt weiter. Check deine Mail. Du suchst nach Faraz Iqbal Khan. Der Kerl ist Waffenschmuggler, der in die Oberliga will. Er besorgt alles. Alte AKs, russische Visiereinrichtungen, Handys. Vermutlich sogar Döner vom Schwarzmarkt. Warum er? Ajab hat Faraz beobachtet. Er ist neuerdings aktiver als sonst. Handelt mit modernerem Equipment und mit PETN. Denkt dran, ihr seid hier auf euch gestellt und Ajab ist nicht gut, auf den ISI zu sprechen. Also nochmal, lasst euch nicht erwischen. Also macht euch fertig und stoßt zu Ajab. Faraz ist das Ziel. Findet ihn. Bleibe in Verbindung. Okay. Vielleicht kriegen wir jetzt eine kleine coole Schleichpassage. Preacher. Schon wieder Preacher. چای خدی بویار لاری آقا زای پای کبابان صبر دغدی به سرک پا مابان آقا سمون سلایدی یا Das ist unser Mann. Der ISI hat ihn identifiziert. Wir schnappen ihn uns und bringen ihn zum Safe House. Was meinst du? Hört sich gut an. Er kommt genau auf dich zu, Mother. Ich sehe ihn. Ajab, mach den Wagen klar. Macht schnell. Okay. Kann sich gut verkleiden, ne? Scheiße! Er flieht! Durch das Tor! Oha, oha! Oha, oha, oha! Er läuft nach oben! Ja, ich bin ja schon unterwegs! Er läuft nach links!
Was? Nach links? Lass ihn, bleib da oben dran! Ja, ja, ich mach ja schon. Er ist nach Norden gelaufen. Boah, schnell! Über den Schrottplatz. Ich sehe ihn! Wo ist er? Das will die Stadt zu Fuß verlassen. Ein Haufen bewaffneter Typen nähern sich eurer Position. Oh, 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 oh. Das war natürlich, glaube ich, jetzt, scheiße. okay, also, so geht's, nicht. Also, ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie man das nicht macht. Also, damit halt klar ist. oh Gott. Ja, dann eben jetzt nochmal. So. Schnell hinterher. Jetzt kommen die ganzen lustigen Bösewichte. Die Stadt zu Fuß verlassen. Ein Haufen bewaffneter Typen nähern sich eurer Position. Ja, jetzt werde ich ja vorbereitet. Oh, und treffe trotzdem nichts. Wie üblich. Wo ist die Sau? Vor ihm ist eine größere Anlage mit noch mehr Leuten. Wow. Ah, okay, den habe ich. So. Wo seid ihr? Kommt raus. Wir werden jetzt mal hier so ein bisschen rüberstolzieren und mal gucken, wo wir die jetzt alle auftreiben können. Oh, da sind noch welche. Oh, Granate. Aua. Aua, aua. Aua. Na, komm ich hier? Aua, aua. Boah, das gibt's doch nicht. Banks. Na, haben wir? Ach, da ist noch einer. Oh, okay. Hey, cool, ich hab das Tomahawk. Geil. Ne? Hallo, Freunde. Der Tora ist da. Oh. Jo. Wow. Ja. Ich kann gar nicht in Deckung gehen. Wie hab ihn? Ich hab den doch jetzt wieder erschossen. Oh. Na, komm raus. Los. Er ist auf dem Weg zu seiner Anlage. Dort wartet Verstärkung auf ihn. Da ist er. Jetzt hab ich ihn. Ha. Ja, dann schnell hinter ihm her. Den holen wir uns jetzt, die Sau. Wir treiben uns in die Hände. Keine Sorge, Mother. Ich habe alles im Blick. Schnappt euch nur verraten. Das werden wir, Dusty. Verlass dich drauf. Oh, oh. Ich glaube, der hat schon wieder welche gerufen, oder? Oh, ich muss auf jeden Fall jetzt mal den Ton ein bisschen leiser drehen, weil hier fetzt an meinem Trommelfell. Wow. Er kann ja nach links laufen. Ich muss aber erstmal die hier erschießen, alle. Wo sind sie denn? Hä? Oh, da! Oi, 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 oi. Ja, jetzt ist gesichert. Weil der Tora am Drücker ist. Hallo? Ach, da war schon wieder einer. Habt ihr den gesehen? Wie der da rumschlawenzelt ist? Da, schon wieder einer. Ich kann ja. Hallo? Nein! Granate. Oh, ich glaube, den habe ich erwischt mit der Granate. Feind am Boden. Rechts durch die Hütte. Was ist das? Daraus folgt der Hochspannungsleitung. Bleibt an ihm dran. Komm ich da durch? Nein. Wie viele sind da draußen? Eine Menge. Ihr müsst von Deckung zu Deckung laufen. Verstanden. Wo muss ich denn? Hier muss ich lang. Komm raus! Wo sind da noch... Da! Er bewegt sich!
Hat er gesehen, wie das AK so schön, wie die so schön geflogen ist? Wow. Bisschen unrealistisch. Man müsste eigentlich durch ein Holz da durchschießen können. Hallo? Meine Güte. So. Jetzt, Freunde, jetzt bin ich wieder dran. Schnell hinter mir. Da. Na. Boah. Gibt's auch nicht. Okay, den hab ich. Yeah. Yeah. Also müssen wir den ganzen Fritzen hier jetzt ein bisschen einheizen, damit wir an den drankommen irgendwie. Der sich ja, meine Güte, also diese Steuerung, ne, mit diesem Lehnen, ist doch ein wenig blöd gelöst. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Also er ist zur Brücke. Gut, und weiter? Ich hab Angst. Hallo? Ja, er will zu seiner Festung. Dust, siehst du sein Versteck? Stimmt, und Verrat hat eine Horde Kämpfer um sich. Jetzt nur nicht aufgeben. Tun wir doch nie. Holt sie euch, Mother. Wo sind sie denn? Wo sind denn die Horde Kämpfer? Die Horde kämpft und singt ihre Lieder. Kam denn da jemand? Oh, da. Trainiert im Kopfschüsse kriegen. Oh. Ich bin auf jeden Fall trainiert im Vorbeischießen. Also da bin ich Experte drin. Oh, Granate. Fällt dir ja früh ein mit der Granate, wa? Oh. Ich bräuchte mal Munition, gib mir mal was. Ja, genau. Vielen Dank. Wo? Da. Komm hier, ich mache jetzt mal hier anders. Ihr kriegt jetzt mal eine Granata von mir. Oh. So, ich komme zum Sammelpunkt. Ist das der Sammelpunkt? Hallo? Ah, okay. Rechte Seite! Sie sind auf dem Dach. Oh, Granate. Die werfen ja die Granaten gut. Muss ich den ja lassen. Na? Nein, Granate am Boden ist viel schlimmer. Da oben. Hör auf, hab ihn zu sagen. Ich hab ihn. So, hast du jetzt davon. Was erzählt er? Er wollte eine Granate werfen. Habt ihr gesehen? Nix da. Nicht mit dem Tora. Hallo? Da hinten? Nein. Wo ist denn jetzt noch einer? Was? Scheiße, Verrat schickt euch einen Kampfwagen entgegen. Was? Wo? Der Kerl ist ein kleiner Fisch. Was soll ich sagen? Er hat Freunde, die strömen gerade in die Anlage. Verstanden, Dusty. Preacher, jetzt wird's lustig.